Hallo liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich, dass ihr hier zuschaut bei dem Video zu dem Thema die 10 bewährten ISB-Ansätze bzw. ISB-Konzepte im Bereich Organisationsentwicklung und Change Management. Ich will gleich nur sagen, für die, die das nicht gewohnt sind, dass wir normalerweise in den Gruppen am ISB das Seminar-Du pflegen, die anderen, die kennen das schon, aber vielleicht ist der eine oder andere damit noch nicht vertraut, deswegen hier die Du-Form im Video. Was ich gerne machen möchte mit euch ist, ich möchte gerne die Konzepte, die ihr ja auch im Buch findet zu systemischer OE, ich möchte ich gerne mal mit ein paar Beispielen aus meinem eigenen Erleben illustrieren. Und zwar mehr so im Sinne von, dass ihr die Möglichkeit habt, daran mal Maß zu nehmen, wie ist denn das in meinen Umwelten, in meiner Branche oder in meinem Unternehmen. Nicht im Sinne von, es geht nur so, also es ist nicht normativ gemeint im Sinne von, das ist die einzige Möglichkeit. Aber wir propagieren diese 10 ISB-Konzepte sehr stark, weil sie einfach aufgrund unserer Erfahrung im Bereich Organisationsentwicklung die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Da gibt es bestimmt auch noch mehr Möglichkeiten, aber so ist eben im Prinzip unser Ansatz. Da sind sie mal in voller Schönheit, die 10 ISB-Konzepte. Ich mache es mal von oben bis unten und fange ganz oben an mit dem Thema Rahmenklärung und Kontrakte mit den Entscheidern. Da wird jetzt der eine oder andere vielleicht sagen, ja, das ist doch nichts Neues als Dienstleister im Bereich OE und Change. Da muss man einen Vertrag haben. Ja, auch als Interner hat man meistens mindestens einen Arbeitsvertrag. Aber da ist mehr gemeint als nur die Absichtserklärung, ich kann für dich tätig werden. Dieses Video entsteht im Nachgang zum Baustein 2 in unserer Ausbildung systemische Organisationsentwicklung und Change Management. Von daher bin ich im Moment sehr gut darin orientiert, warum das so wichtig ist, Rahmenklärungen zu machen und Kontrakte zu schließen. Es ist eben nicht nur der finanzielle Vertrag, Leistung gegen Geld, sondern es geht vor allem darum, wer muss wie auf welchen Bühnen mitwirken. Und vielleicht gleich, um das von der abstrakten Ebene mal ins Konkrete zu holen, da möchte ich erinnere ich mich an ein Projekt. Ich war früher mal bei einem großen Konzern auch im Management tätig. Und wir haben da alles Mögliche versucht, in den sogenannten schlechten Zeiten später auch und auch aus eigenem Antrieb. Und wer im Mittelmanagement mal gewesen ist und weiß, wie man so arbeitet mit dem Graswurzelansatz, der ahnt vielleicht schon, wie das ausgegangen ist. Also diese vielen Initiativen, die auch aus der Mitte heraus gestartet wurden, also graswurzelartig irgendwie wachsend ins Netzwerk zusammensammeln. Ja, da kann man was bewegen. Am Ende des Tages sind wir mehrfach auch mit Initiativen von unten, die von oben wenig Buy-in hatten, nicht gut unterstützt wurden, auch gescheitert, auch wenn die Idee noch so gut ist. Und deswegen ist unser Ansatz so klar orientiert darauf hin, dass wir darauf drängen, Rahmenklärungen zu machen. Und der Rahmen zeigt einerseits, wo man in der Organisation im Bereich Organisationsentwicklung tätig sein sollte und wo auch nicht, also wo die Grenze ist von einem OE-Projekt, und gleichzeitig ein Kontrakt meint auch, wie ist denn ein Organisationsentwickler, wie ist das sogenannte Management, wie sind die Führungsebenen einbezogen in ein solches Organisationsentwicklungsvorhaben. Man könnte es auch als Mitwirkungspflicht bezeichnen. Ich habe es persönlich nicht ganz so mit Pflichten, sondern mir geht es eher darum, festzulegen, wie ist ein gutes Zusammenspiel. Ja, gleichzeitig habe ich oft erlebt, wie ich als Berater quasi schon fast als Interimsmanager gebraucht werden wollte von Führungskräften. Mein Versprechen wäre an der Stelle als systemischer Organisationsentwickler nicht, ich mache es für dich, obwohl ich auch nicht gegen Interimsmanagement bin. Aber die Frage ist doch, in welcher Art des Zusammenspiels mit den externen und den internen kommt man einen Schritt weiter und was ist sozusagen die Idee davon, wie man sich gemeinsam dem Ziel nähert. Also angenommen, die Rahmenklärung und der Kontrakt, gerade mit den Entscheidern, aus meiner Sicht, je höher, desto besser, sei geschlossen und es geht los, dann ist natürlich die nächste Fragestellung, die ich ganz wichtig finde, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ist hier zumindest mal mit einem Ausrufezeichen versehen, möglichst wenig Treibhauseffekte, das ist eine Metapher. Stellt euch mal vor, ihr versucht, etwas Neues in der Organisation zu bringen und jetzt in der Pflanzenmetapher gesprochen, das geht natürlich am leichtesten, wenn ich das kleine Pflänzchen in ein Treibhaus setze, also optimale Bedingungen schaffe.
Jeder Sonnenstrahl bleibt drin und es wird schön geheizt und die Erde ist frisch und es gibt genügend Nahrung für die frische Pflanze. Und gleichzeitig, ja, das kann wachsen und wachsen und wachsen, aber eigentlich sind neue Ideen oder veränderte andere Ansätze nicht gemacht fürs Treibhaus, sondern fürs Freiland. Mit anderen Worten, wenn man solche gewachsenen Strukturen dann in eine Organisation bringt und sozusagen dem harten Wind der Realität aussetzt, dann sind doch schon einige dieser Pflanzen, die haben das nicht überlebt, diesen Realitätstest. Also warum nicht gleich im Freiland agieren? Dazu ein Beispiel. Vor eben vielen, vielen Jahren, deswegen glaube ich, kann ich darüber auch berichten, in meiner Rolle damals in diesem Großkonzern, durften wir auch ein innovatives neues Thema bearbeiten. Es ging so ein Stück weit darum, man war im Konzern sich einigermaßen klar darüber, dass die Technologie, die man einsetzte, vermutlich schon veraltet war. Mit anderen Ansätzen oder Modellen würde man vielleicht sagen, dass die Cash-Cow sich vielleicht gerade noch lohnte, aber in irgendeiner Form sollte da Erneuerung her, Innovation. Gleichzeitig gab es ein ziemlich großes Personalgebirge, das dafür sorgte, dass diese Technologie am Laufen blieb. Mit anderen Worten, für diese Art der Technologie waren ca. 1500 Entwickler in einem Unternehmensbereich zusammen, um sozusagen am bestehenden Objekt weiterzuentwickeln. Und den Ansatz, den wir damals gewählt haben, nicht so ganz, er wurde uns mehr oder weniger vorgeschlagen, war einer, leider ein Treibhaus. Wir durften uns die 30 besten Experten aus den 1500 aussuchen und mit denen wirklich was Innovatives auf die Beine stellen. Ganz ehrlich, wunderbarer Ansatz. Also die ersten Wochen waren geprägt davon, wunderbare neue Ideen zu schaffen. Auch nicht dran zu denken, wie wird denn das sein, wenn man versucht, das in der Organisation mit den ganzen Restriktionen, die es dabei gibt, ist der Vertrieb überhaupt in der Lage, so ein innovatives Produkt zu verkaufen? Was denken die Kunden über eine drastische Weiterentwicklung dieses Produktes und so weiter, wurde in irgendeiner Art ausgeblendet und so kam es, wie es kommen musste. Ich sag mal so, den ersten Meilenstein haben wir damals noch erlebt. Und wir gehen gleich mal auf den dritten Punkt ein. Mit Treibhaus waren wir sehr schnell bei innovativen Lösungen. Und der dritte Punkt, der dreht sich hier um das Timing. Also unser Anspruch wäre, das ist jetzt vielleicht auch nichts Neues, aber da muss man, glaube ich, mal drüber nachdenken. In Zeiten von ganz rascher Veränderung oder disruptiven Veränderungen, wie schaffe ich das, dass eine Veränderung realistisch getimt umgesetzt wird und umsichtig mit einem umsichtigen Vorgehen kombiniert wird. Wir waren nicht sehr umsichtig damals, sondern wir haben sehr schnell die neuen Lösungen aus dem Boden gestampft, mit einer Maßgabe. Damals, es gibt ja so und es gibt es heute noch, eine schöne Veranstaltung da draußen, die sogenannte CeBIT. Da gibt es, wer das kennt, sogenannte Black Curtain Veranstaltung. Da wird hinter geschlossenem Vorhang, sozusagen im Hinterzimmer, werden neue Lösungen transportiert. Das ist nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht, aber das war damals der erste Meilenstein. Nach 3 Monaten sollten wir mit diesen neuen Ideen auf die CeBIT und das haben wir auch geschafft. Und ich glaube, wir haben damals auch so ein kleines Aufsehen erregt, zumindest bei denen, die da schon mal drauf gucken konnten. Also die Rückmeldungen waren vielleicht nicht euphorisch, aber doch sehr positiv. Und da könnte man in so einem Projektteam, das verantwortlich ist für das Neue in der Konzernwelt, könnte man drauf kommen, dass man möglicherweise richtig gut unterwegs ist und alles andere auch gut klappt. Also die Euphorie von damals, an die kann ich mich noch gut erinnern. Aber realistisch für die Umsetzung in der Gesamtorganisation war das nicht. Denn was dann hinterher kam, war, das könnt ihr euch denken, als das Ganze dann vom Treibhaus in die Realität umgesetzt werden sollte, da wurde alles sehr, sehr langsam. Was wäre denn die Alternative? Für ins Treibhaus setzen, natürlich Freiland, das sagt sich so leicht. Also wie schaffe ich denn das eigentlich? Und das ist, glaube ich, eine Kernfrage, die ich nicht rezepthaft beantworten möchte, sondern erstmal als Frage so stehen lassen möchte. Wie schaffe ich denn ein, wir nennen das kristallisierendes Vorgehen, das ist eine Physikmetapher. Stellt euch vor, ein Glas mit einer gesättigten Lösung, Zucker von mir aus, und da kommt ein Zuckerkristall rein und da kristallisiert sich das so aus. Also nur um die Vorstellung mal zu schärfen, wie das gehen kann. Irgendwo muss man anfangen, so den kleinen Kristall reinzusetzen und dann kann man ausprobieren und dann wächst es langsam aber stetig immer weiter und breitet sich aus. Das ist so die Grundidee hinter diesem kristallisierenden Vorgehen
und Probeinszenierung. Jetzt ist natürlich so, heute erlebe ich das draußen auch als Berater im Bereich Organisationsentwicklung so, dass man eigentlich keine Zeit hat für Experimente. Es muss immer gleich richtig sein. Und das ist genau der Punkt, dass schnell, präzise, richtig oder falsch meistens zu suboptimalen Lösungen führt. Und wenn die PowerPoints dazu richtig gut sind, heißt es noch lange nicht, dass eine erstmals entwickelte Lösung im Sinne eines Prototypen gleich passt. Sondern ein Experiment macht man natürlich nicht um des Experimentes willen. Hauptsache irgendwie rumexperimentiert, sondern schon mit einer Maßgabe, mit einer Zielrichtung. Aber es geht schon darum, auch daraus zu lernen, Lernschleifen einzubauen und bestimmte Dinge auch so in der Organisation einzuführen, dass dieses Probieren im Sinne von eines Experimentes und daraus Lernen auch möglich ist. Also dass das in einem sogenannten Projektplan auch funktioniert. Ich möchte da von einem anderen Projekt berichten. Wir sollten eine Systematik im Bereich Wissensmanagement in der Organisation ausrollen. Und es war damals so, das ist jetzt über 10 Jahre her, dass die Philosophie von Unternehmensentwicklungsprogrammen eigentlich so aussah, dass man ganz viele Hebel gleichzeitig identifiziert hat und dann in einem Massenrollout durch die Organisation getrieben hat. Ganz ehrlich, also ein Teil dessen, wie sich die Organisation entwickeln sollte, war auch so ausgedacht, also von Top-Ebene ein ganz großes Programm gemacht, das dann zeitgleich durch die Organisation gehen sollte. Und wir haben einen anderen Weg gewählt. Wir haben erstmal mit einem Kernland angefangen und haben kleine Experimente gemacht, haben daraus gelernt und haben dann Schritt für Schritt diesen sogenannten Rollout vergrößert. Und erst als wir das erste Land quasi ausreichend damit beglückt hatten und daraus lernten, wie man sowas eigentlich macht, haben wir angefangen, das weiter auszurollen. Dann kam das zweite Land dran, dann das dritte. Wir haben möglichst versucht, wenig parallel auszurollen, sondern immer aus jedem einzelnen Rollout wieder zu lernen und übrigens auch das Gelernte aus den anderen Ländern in das Ursprungsland zurückzumelden. Und dabei haben wir viel rausbekommen darüber, was könnte denn ein gemeinsamer Kern sein, den sozusagen alle Länder irgendwie nutzen können und was ist das Länderspezifische, was ist das Unternehmensteilspezifische, das man braucht. Und so hat sich das nacheinander ausdifferenziert. Also es gab dann Versionen, die regionsspezifisch, kulturspezifisch, länderspezifisch, sprachspezifisch waren. Und am Ende des Tages, wenn man dann drauf guckte, als der erste Rollout, so wie wir das nannten, abgeschlossen war, als man in allen Ländern war, konnte man sehen, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede. Spannenderweise war es dann so, also der Begriff Rollout, der legt ja nahe, man hat etwas, das bringt man in die Welt und dann ist fertig. Und das kennt ihr auch, also viele von euch, die in solchen Bezügen sogenannte Rollouts machen sollen, die erleben, dass wenn man sozusagen hinten fertig ist, könnte man eigentlich vorne wieder anfangen, weil sich die Zeit weitergedreht hat, weil die Anforderungen andere sind, weil die Technologie weiterentwickelt ist zum Beispiel, weil es möglicherweise neue handelnde Personen gibt oder ganze neue Unternehmensteile dazukamen oder andere wegfielen. Und insofern kam dann die nächste Schleife. Wir haben es dann gar nicht mehr Rollout getauft. Ja, wenn man so will, könnte es auch eine Optimierung sein. Aber ich glaube, da ist das Kernprinzip gut umgesetzt worden, immer wieder Dinge auszuprobieren, daraus zu lernen und dann die nächste Probeinszenierung an die vorige Inszenierung anzuknüpfen. Eine Gefahr sehe ich darin, wenn man viel probiert, dann wird es vielleicht nicht ernst genommen. Also Probeinszenierung meint vor allem den Charakter, etwas auszuprobieren, zu machen und das, was funktioniert, zu verstärken und das andere etwas zurückzufahren. Das ist schon ernst gemeint und ich glaube, das muss man dabei auch betonen. Der Begriff Probe, nicht Generalprobe, könnte man auch so interpretieren, als sei es nicht ernst gemeint. Doch, also so gesehen, man muss es dann schon so tun, aber immer mit der Idee, was lerne ich daraus? Was haben wir daraus gelernt? Es geht dabei auch bei diesen Probeinszenierungen immer darum zu überlegen, wie kann ich das multiplizierbar machen? Und natürlich könnte man auf die Idee kommen, wenn ich was multiplizieren möchte, dann schreibe ich ein Drehbuch, eine Gesamtfassung und die muss überall angewendet werden. Naja, das ist doch Multiplikation, aber Multiplikation heißt auch, die lokalen Gesetzmäßigkeiten anzuerkennen, Rückmeldeschleifen einzubauen. Wir haben das damals so gelöst, dass wir im Rahmen dieses Konzern-Rollouts
eine Art von Community gegründet haben. Das ist ein Fachbegriff dafür, dass wir die Menschen, die mit diesem Thema betraut waren, sich an dieser Art der Unternehmensentwicklung zu beteiligen, gebündelt hatten. Eine Art Expertengruppe, wenn man so will, die in ihren unterschiedlichen Rollen daran beteiligt waren und den Erfahrungsaustausch gepflegt haben. Vielleicht auch mit einer Methode, die wir hier lehren, das Thema kollegiale Beratung oder auf Englisch Action Learning, dafür zu nutzen, dass ständig gelernt wurde und dass die einzelnen Vertreter tatsächlich auch die Erkenntnisse, die woanders gewonnen wurden, transportieren konnten, gleichzeitig aber auch wussten, wie sie in ihrer Rolle und Verantwortung diesen sogenannten Rollout oder das Weiterbringen der Organisation voranbringen können. Und das war ein wesentlicher Beitrag dafür, dass die Multiplikation der guten Beispiele, die da kamen, tatsächlich auch gelungen ist. Also vielleicht auch nochmal, um im Bild zu sprechen, wir haben Inseln errichtet, ja, also kleine Experimente gestartet, Probeinszenierungen gemacht und geguckt, dass das funktioniert, haben andere neue Inseln dazu getan und haben die dann vernetzt, sodass die einzelnen Inselvertreter voneinander lernen konnten und im gleichen Sinne, vielleicht auch mit ähnlicher Kultur oder gleichen Kulturelementen gearbeitet haben und doch eine sehr angemessene, angepasste Lösung in den einzelnen Ländern durchsetzen konnten. Dabei ist es natürlich so, wenn man Gemeinsamkeiten und Unterschiede pflegt, da kann es schon vorkommen, dass man eine ziemliche Komplexität erlangt. Ich verstehe den Drang in Organisationen, gerade in großen Organisationen, die Komplexität dadurch zu reduzieren, dass man, indem man Simplify-Lösungen macht. Simplify, nichts gegen den Ansatz, die Dinge zu vereinfachen, da wo die Komplexität überbordend ist oder nicht nützlich ist. Also in Verwaltungen hat man manchmal das Gefühl, da könnten die Formulare auch einfacher sein. Aber ich glaube, es geht darum anzuerkennen, dass eine Komplexität einfach auch durch Unterschiede, die existieren, entsteht. Und eine viel zu frühe Gleichmacherei und das Nicht-Anerkennen der Unterschiede im Sinne von auch die Toolboxen, ne? Das, so sehe ich es auch oft, eine Toolbox für alle, die diese Unterschiede nicht anerkennt und keine Lernschleifen ermöglicht. Diese Ansätze müssen scheitern aus meiner Sicht. Und die Komplexitätskontrolle erreicht man eigentlich nur dadurch, indem man bestimmte Dinge gleich lässt und andere variieren kann und wieder Lernschleifen draus macht. Ja, da hat man eine Menge mehr Informationen, die man irgendwie bewältigen muss. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Praxis geben. Wenn es zum Beispiel darum geht, Projektmanagement weltweit zu standardisieren, ja, dann ist eine Projektmanagement-Methodik oder Systematik wie PMI nicht falsch. Das sind Grundregeln, die auch jeder Projektmanager lernt. Und trotzdem ist es was anderes, ein Projekt, auch große Projekte, zum Beispiel im angloamerikanischen Kulturraum durchzuführen, im Gegensatz zu den Projekten bei uns in Deutschland oder in Asien oder in Spanien. Also allein schon die kulturellen Unterschiede, wie mit Zeit umgegangen wird, was Verbindlichkeit bedeutet, was Commitment ist, wie Lieferfähigkeit interpretiert wird, welche Auswirkungen Kontrolle haben. Das sind, welche Auswirkungen Kontrolle hat auf das Liefern, auf die rechtzeitige Lieferung von Teillieferungen beispielsweise. Da habt ihr vielleicht schon Ideen, wenn ich so kleine Beispiele einfach anspreche. Die Unterschiede wird man nicht unbedingt rausbekommen, dadurch, dass man alle nur in ein Tool presst, sondern die Frage ist immer, was ist der kleinste gemeinsame Nenner und was ist das, was variiert werden kann und wie kann ich diese Inseln, die entstehen, auch verbinden, sodass das Lernen darüber hinaus stattfinden kann. Und das wäre für mich eher eine Art Komplexitätskontrolle, so heißt es ja hier auch, und nicht eine Komplexitätsreduktion, also eine unzulässige Komplexitätsreduktion durch übermäßige Standardisierung führt in aller Regel zum Scheitern auch von großen Organisationsentwicklungsvorhaben. Der nächste Punkt 7, da geht es um ein immer wieder auftretendes Problem des Transfers. Und das hat tatsächlich auch immer noch mal damit zu tun, ich gehe auch noch mal zurück zu den Treibhauseffekten. Also wenn man die besten Pflanzen nimmt, die es gibt, ja, der gengezüchtete Hybrid, der am besten noch unter optimalen Bedingungen gezüchtet wird, dann ist klar, dass so eine Pflanze gut wächst. Was ich meine ist, wenn ich die Top-Experten zu einem Themengebiet in einen Raum sperre und die dann Lösungen entwickeln, dann sind die mit Sicherheit hoch ausgereift und haben sozusagen gut entwickelt, haben eine hohe Qualität. Ich sage auch nicht, dass keine Experten beteiligt werden sollen, zum Beispiel im Bereich Organisationsstruktur oder im Bereich Prozessmanagement, finde ich ganz wichtig. Ich plädiere aber dafür, dass diese Transferprobleme dadurch minimiert werden können, indem
es gelingt möglicherweise den Experten mit anderen Menschen von innen, die das Thema nachher weitertreiben müssen, gemeinsam entwickeln. Insofern wäre ein Transferprobleme minimierendes Vorgehen auch immer eine besondere Form der Partizipation. Wir kommen da noch gleich drauf in Punkt 9. Das heißt nicht, dass jeder bei allem mitreden muss. Ich habe so ein schönes Beispiel aus einer Organisation, die ich begleite, als mir eine Führungskraft mal erzählte, ich möchte Ihnen mal sagen, wie das bei uns läuft, auch zum Thema Transferproblem. Er machte das deutlich an dem Begriff Zusammenarbeit. Er sagte, Zusammenarbeit besteht aus zwei Worten, aus dem Wort zusammen und aus dem Wort Arbeit. Und bei uns wird nur gearbeitet, wenn alle vorher zusammen irgendwie genickt oder ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass sie gehört wurden. Und dann könnte einer auf die Idee kommen, was beizutragen. Das ist bei Punkt 7 nicht gemeint. Ja? Also das wäre dann die andere Art des Transferproblems, wenn die Kultur so gestrickt ist, dass alle mitreden müssen, bevor überhaupt irgendwas umgesetzt wird. Das meint eine kluge Partizipation von den Menschen, die hinterher auch dafür sorgen müssen, dass bestimmte Dinge in die Organisation getragen werden, die zu beteiligen in die Entwicklungsphase beispielsweise, sodass der Transfer nachher leichter gelingt. Und natürlich hat es auch damit was zu tun, denn wenn ich Experten, wirklich ausgewiesene Fachleute mit Menschen, die im Tagesgeschäft sind, wahrscheinlich andere Kompetenzen und Fähigkeiten auch mitbringen, nämlich den Alltag zu leisten, zusammenbringe, dann geht es auch immer wieder darum, das ist der achte Punkt, es geht dann darum, den Reifegrad der Organisation zu beachten. Ja? Also wie schaffe ich es, und das ist auch an einem eigenen Projektbeispiel, möchte ich das sehr schön illustrieren, in diesem sogenannten Roll-Up, von dem ich vorher sprach, hatten wir unterschiedliche Grade von Veränderungen, die wir in Organisationen einbringen konnten. Also es gab sowas wie eine Veränderung Light oder eine Vorstufe oder quasi eine Basic-Stufe, egal wie man das bezeichnet. Es war nicht der Anspruch, dass sich alle vollkommen von links nach rechts drehen, von heute auf morgen, sondern es war bewusst als Prozess angelegt und es war auch ermöglicht worden, dass die Art der Entwicklung mal schneller, mal langsamer geht und nicht alle auf einmal sich im Erfolgskorridor wiederfinden, auch weil unterschiedliche Belastungen in dieser Konzernwelt waren, unterschiedliche Themen, auch unterschiedliche Kundenansprüche in den einzelnen Ländern waren, sodass wir gar nicht davon ausgehen konnten, dass sich Menschen in einem bestimmten Fachgebiet so schnell weiterentwickeln, wie das vielleicht im Kernland möglich war. Deswegen Reifegrade berücksichtigen. Wir haben ja da ein eigenes Reifegradmodell, das an anderer Stelle weiter beleuchtet werden kann. Vielleicht noch eine Idee, wie wir da noch vorgegangen sind, um diese Berücksichtigung von Reifegrade zu ermöglichen. Uns ist klar geworden, dass wir selbst innerhalb der Organisation unterschiedliche Reifegrade haben. Also es geht nicht darum, Organisation ist reif und unreif, sondern da mal zu beachten, wo in der Organisation gibt es Menschen mit bestimmten Erfahrungen und wo haben wir die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die gerne wollen, aber es noch nicht können oder auch noch keine Erfahrung in der Umsetzung haben. Und wie geht es dann, diese beiden zusammenzubringen, zum Beispiel mit einem Mentoring-Ansatz, sodass der eine dem anderen hilft, die Dinge in die Welt zu bringen, um die es geht und auch wieder beim Lernen zu unterstützen. Ja, so ein Mentoring-Modell war damals ganz erfolgreich, um die Reifegrade einerseits zu berücksichtigen und andererseits was draus zu machen. Nummer 9, ressourcenschonendes Vorgehen. Und da möchte ich mal eine Frage stellen. Es ist ja paradox, nicht? Also warum kostet Cost-Cutting so viel Geld? Und ich erlebe das oft, dass Organisationen, die den Anspruch haben, Kostenreduktionsprogramme zu fahren, richtig investieren müssen. Natürlich gibt es Umstände, wo man erstmal nochmal eine Investition tätigen sollte in eine Prozessoptimierung, um später zu ernten. So kann man denken. Aber ich finde, wenn wir nach unseren Ansätzen vorgehen, um zu gucken, wo Kostenreduktion erfolgreich umgesetzt werden kann, um dann solche Erfolge in der Organisation zu verteilen und angepasst immer wieder auf den Tisch des Hauses zu bringen, dann ist es insgesamt aus meiner Sicht wesentlich kostengünstiger, als den großen Schuss zu machen, der aus meiner Sicht dann oft sowieso nicht hundertprozentig passt. Ja? Und ressourcenschonend meint eben auch den Invest von außen eher klein zu halten,
in der Veränderung auf Machbarkeit zu achten. Es ist übrigens nicht nur der Ressourceneinsatz von außen im Sinne von Manpower, die man sich von außen holt, um bestimmte Dinge umzusetzen, sondern es geht auch darum, die internen nicht zu überlasten und manchmal vielleicht eher kleine Schritte zuzulassen, statt gleich den großen Schritt zu machen. Alle sind überlastet und können hinterher nicht nochmal weiterarbeiten. Und genau darauf zu achten. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, wie die ressourcenschonend vorgegangen werden kann in einem Veränderungsprojekt, das wir begleitet haben, haben wir sehr darauf geachtet, dass es ging um die Umsetzung einer Strategie durch die Organisation. Wir haben ein sogenanntes Umsetzungsnetzwerk entwickelt oder gegründet, das auf Freiwilligkeit basierte und haben sehr darauf geachtet, in der Auswahl der Internen, die sich an der Strategieumsetzung beteiligen sollten, dass wir nicht die nehmen, die den Schreibtisch sowieso schon voll haben. Das sind sowieso die Begeisterten, die Enthusiastischen. Arbeit zieht Arbeit an, hat mal jemand zu mir gesagt. Sondern wirklich darauf zu achten, dass wir nicht die nehmen, die sowieso schon ständig an der Überlast fahren, sondern dass das machbar ist und dass die Schritte auch nicht zu groß gewählt werden, damit Erfolgserlebnisse stattfinden können. Zu guter Letzt das Thema Kulturprinzipien in allen Teilprozessen. Wie ich es gerade schon erwähnt habe in diesem Beispiel, Freiwilligkeit als Kulturprozess, das auch durchzuhalten, darauf zu achten, dass ein Umsetzungsnetzwerk, wenn es denn schon freiwillig organisiert ist, auch bleibt und man ein Stück weit damit leben muss, auch aus einer Führungssicht, welche Ergebnisse da produziert werden. Um nochmal zurückzukommen auf diese Cost-Cutting-Prozesse, wenn es um Kostenreduzierung geht, dann finde ich es extrem wichtig, dass ein Führungsgremium nicht im Fünf-Sterne-Hotel tagt, sondern dass da auch auf schlankere Tagungsorte zurückgegriffen wird oder dass sogar bestehende Bühnen in der Organisation genutzt werden, um wirklich diese Ressourcenschonung zu zeigen und von Anfang an darauf zu achten, dass das, was in dieser Organisationsentwicklung erreicht werden soll, auch kulturell in diesen Inseln gelebt wird, damit der Vorbildcharakter gewahrt wird, damit andere Maß nehmen können, damit andere mal sehen, wie es funktioniert und nicht etwas zu entwickeln, was auf Papierbasis gut aussieht, aber was vorher auch noch keiner gemacht hat. Und daran von Anfang an das Kulturthema mit zu berücksichtigen und nicht als separaten Seitenstrang. Ich erlebe es oft in Organisationen so, da werden dann Workstreams gebildet, Change Management, Organizational Culture, da wird quasi die Kulturarbeit ausgelagert an einige wenige, die sich dann drum kümmern und alle anderen geht es nichts mehr an. Ich weiß, es gibt Kollegen, die das auch dann wirklich sehr gut machen, den Ball wieder zurückzuspielen, aber schon innerhalb eines Organisationsentwicklungsansatzes darauf zu achten, dass die Kulturprozessen in den Teilprozessen gelebt werden und man quasi mit gutem Beispiel vorangeht oder lernt, in welcher Art und Weise so eine neue Kultur, zum Beispiel das Kostenbewusstsein in der Organisation sinnvoll gelebt werden kann, damit man hinterher weiß, was man spricht und sich in der Multiplikation dieses Ansatzes die Kultur gleich mit transportiert. Ja, also das nicht zu separieren in ein eigenes Thema, sondern das gleichzeitig mit zu bearbeiten und umzusetzen. Ich hoffe, ich habe euch mal einen guten Überblick gegeben über die 10 ISB-Konzepte. Jedes dieser Konzepte erfährt Vertiefung in unseren Curricula und können wir erweitern um weitere Denkmodelle, Schemata, Lösungsideen, Projektbeispiele. Aber mir ist wichtig, hierüber einmal den Überblick zu geben, sodass ihr nochmal ein Gefühl dafür bekommt, was ist unser ISB-Ansatz, der sich in diesen 10 Punkten widerspiegelt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.